Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19NF Marsch Vierfach. So, wir sind ja stehen geblieben mit dem Roggen ansehen. Schicke mal ein CP hier wieder in die Spur. Dass er gleich wieder sagen kann, ich bin fertig, Meister. Heiland, zack, also mit dem Rückwärtsfahren heute klappt es wieder mal ganz und gar nicht. Nahegelegensten Punkt. So, und let's go. Yep. Der ist gleich fertig. So, und dann kann der hier weiter pflügen auf der 1. Beziehungsweise tiefengrubbern. Ja, da haben wir die Grasballen hingebracht. Da ist der. Der war ja Überführungsfahrt, glaube ich. Der weiß es gerade, glaube gar nicht, wo er hin muss. Ah, sieht so aus, als würde er es jetzt wissen. Yep, das hat er. Den müssen wir dann noch zurückfahren. Hier steht unser Glas. Okay. Genau, dann den weiterschicken. Tut mir schön pflügen. Pflügen. Grubbern, natürlich. So, die Ballenpresse. Das. Nochmal ganz kurz schnell zurück. Und das tun wir mal aktivieren, weil ansonsten fährt er keine Ahnung wohin. Und das wollen wir letzten Endes nicht. So, wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal die Kalkproduktion am heutigen Tag arbeiten lassen. Und das werden wir auch tun. So. So. Los geht's. Fahren wir mit dem zurück an den Hof. Dann dürfte auch der Deutz da sein. Dann machen wir den Deutz sauber, den hier sauber, den Klaas warten, den Deutz warten, den hier warten. Ja, können wir auch warten. Und dann mal gucken, ob wir da noch irgendwie Kleinigkeiten haben. Dann können wir den Xerion aufs nächste Feld setzen wahrscheinlich. Müssen wir noch auffüllen zwischendurch. Ja. Dann haben wir aber schon mit ziemlich viel jetzt geschafft. Hey, die 15.000 Liter Kalk drin, das ist nicht wirklich viel. Das ist jetzt 15.000 Liter Dünger, hätte ich gesagt. Boah. Damit können wir einmal über die Map gefühlt. Der Deutz hat das Ding erreicht. Ich weiß nicht, warum es jetzt leckt. Heißt auch, dass wir eigentlich den Massey Ferguson, den New Holland hochschicken können. Zu Feld 36 und den. Na, wie heißt er jetzt? Den Massey Ferguson, genau. Keine Ahnung, was hier los ist. So. Hi. So. Jetzt CP mal ausmachen. Hier in die Reihe einstellen. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz hier den Massey an. Der ist auch gleich fertig. Wo ist er denn jetzt? New Holland. Der ist fertig. Hier ist er. Hier ist er. So, jetzt kann der nämlich loslegen. Und dann ist er in New Holland auch nicht weit gewesen. Hier ist er nämlich. So. Das ist die Überführungsfahrt, mein Freund. Und zwar öffnen. Hof F36. So. Und den da auf aktiviert. So, und jetzt stellen wir den Helfer ein, dass der dazu fährt. So, was machst du jetzt? Ja, okay, fährst du halt nochmal eine Bahn hoch, ist mir egal. Wie lange bist du noch beschäftigt? Eine halbe Stunde, alles klar.
Der fährt hoch, der tut hier jetzt schön schwaden. Gemütlich, so eine Stunde 20. So, dann kümmern wir uns hier um unseren Stau am Hochdruckreiniger. So, tun wir erstmal den Stau am Hochdruckreiniger beheben. Tun wir alles schön warten. So. Na, hallo? Darf ich? Darf ich? Danke. So. Das wird auch repariert und das Heckmähwerk natürlich auch. Na, ist ja wohl klar. Maschinenwartung oder Maschinenpflege geht alle an, ne? So, jetzt können wir das alles wieder wunderschön abstellen. Dann haben wir schon mal wieder einen Traktor am Hof zur Verfügung. Beziehungsweise drei haben wir jetzt so wieder zur Verfügung. Ja, die anderen sind alle noch ganz schön stark beschäftigt. Ich weiß nicht, warum es hier so leckt. Keine Ahnung. Xerion hat das Ende des Triggers erreicht. Das ist natürlich sehr gut. Ab, oh, nicht rückwärts fahren. Vorwärts fahren, bitte. So. Gibt es das Frontmähwerk noch dazu? Dann parken wir kurz den Traktor um und dann kümmern wir uns um den Xerion. So. Tun wir erstmal senken und dann abkuppeln. So, und dann können wir schön den Klaas einparken. So, let's go. So, ja, hier steht unser Winterdienst MAN, einsam und verlassen in der Halle. Den parken wir jetzt hier ein. Vor, genauso. So, dann springen wir zum Xerion. So. Passt das? Also. Ich wollte Roggen auf die 1. Schauen wir uns die mal an. So, ich wollte Roggen auf die 1. Auf die 2. Auf die 3. Nein, stimmt nicht. Auf die 1, auf die 2, auf die 13, auf die 14, auf die 15, 15 Hammer und die 19. Yep, alles klar. Also 2, 15 und 13 haben wir. Dann fahren wir mit dem Xerion am besten jetzt auf die 19, weil die ist soweit fertig. Weil die 1 wird gerade noch getiefenloggert und dann geht er danach auf die 14. Ja. Schauen wir mal, also jetzt hier erstmal wieder alles auffüllen. Ja, und dann nach dem Feld 19 hier können wir dann auch mal die Wartung beginnen. Zumindest von der Sämaschine. Die hat ja 8,6% schon wieder. Weil wir müssen eh zum Hof zurück. Okay, das ist ein Leck des Todes. Das war jetzt gerade ein Leck des Todes. Ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit momentan so leckt. Das ist nicht mehr feierlich. So. So, Saatgut. Wieder voll gemacht. Also, dann fahren wir noch schön beim Dünger hin. So, hier hin. Genau. Wunderschön. So. Zack, Dünger ist wieder voll. Dann mal Klappe schließen. So. Jetzt fahren wir auf Feld 19 und dann können wir da den
Helfer wieder einsetzen und uns wieder um den Hof kümmern. Der muss aufgeräumt werden. So. Zack. Sind wir denn hier daheim bei Feld 19? Da müsste ich drin haben, den Kurs säen. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Kleinen Moment hat es gedauert, bis er geladen hatten. Geladen hatte. Eieiei. So, und dann können wir hier hinfahren. Anhalten natürlich. Machen wir CP aus. So, er ist soweit. Helfer aktivieren. So, der daddelt hier noch vor sich hin. Der auch. Oh, der hat er hat ein Vorgewende fast fertig. Wo ist denn eigentlich unser New Holland? Der tuckert da mit 10 km/h hoch. Okay, der ist jetzt auch fertig. Wir müssen ja vorbereiten für den Mais. Und da habe ich mir gedacht, eben hier 12, beziehungsweise Mais auf der 5, auf der 6, auf der 7, auf der 8, auf der 9, auf der 10 und der 12. Okay, der hat es hier oben auch erreicht. Ja, was müssen wir denn hier machen? Welche Felder müssen dann bearbeitet werden? Noch die 10. Der muss noch die 10 machen. Und der Rest passt dann. Ja, er muss noch die 10 machen. Alles klar. So, zack, ausgeschalten. Ja, ich fahre erstmal falsch rum. Alt. So. Das ist eine Kurblerei, du, das sage ich dir. Feld 10 haben wir noch gar nichts drin. Alles klar, dann gibt es jetzt einen Kurs. Den machen wir dann noch schnell. Ja, auf Feld 11, da werde ich dann mal händisch Gras ansäen. Das werde ich aber, das werde ich dann aber offscreen machen und hier werden dann auch nochmal 2-3 Produktionen hinkommen. Ich habe mir so gedacht, den Schlachter hier hin und ja. Einfach mal schauen, ne? So. Ja, genau, dass man hier startet. So. Hier sollen wir dann starten. Warten wir ganz kurz, bis er sich komplett aufgeklappt hat. So. Dann machen wir Kursgenerierung, Feld Nummer 10. 2 Vorgewände im Uhrzeigersinn ist richtig. Wir wollen scharfe Ecken. 16 Meter Arbeitsbreite hat er drin. So, soll er generieren. Dann tun wir uns noch ganz schnell speichern. Und zwar unter F10. Rubon. 16 Meter. So. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.